Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2023 Projekt. Ein Schumacher im Ferrari. Im letzten Rennen sah es ja sehr gut aus. Und Schumacher kommt den beiden Red Bull-Fahrern immer näher. Den Rest mit Charles Leclerc, denke ich, werden wir dann zum Ende der Saison auf der Rennstrecke versuchen zu regeln. Wenn das Projekt gefällt, gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Langsweit nicht interessiert. Ach ja, das liegt daran, wo wir vor dem Grand Prix sind. Ich habe Enzo Fittipaldi definitiv im Auge. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den uns holen. Ja, dann ist hier das Chassis-Upgrade fertig geworden. Wir haben einen schnellen Entwurf. Der sollte jetzt in Australien vielleicht am Wochenende verfügbar sein. Ja, Schumacher hat das neue Chassis bekommen. Das konnten wir eben einbauen. Schalek, der muss noch warten. Schaut. Willkommen in der spektakulären Natur in Österreich. Genau. Schaut auch gerne in meine Videobeschreibung. Dort ist meine Facebook-Gruppe verlinkt. Dort poste ich meine Setups in die Facebook-Gruppe unter anderem. Regen. Dann ist das Qualifying und Sprint am Samstag. Ich erinnere mich, letzte Saison war das Sprintrennen für uns ein Desaster. Beide Autos haben wir, rausgenommen. Schumacher, ein starker Verbremser. Charles Leclerc hatte zwei Kollisionen, 10 Sekunden Strafe insgesamt. Ich hoffe, dass es hier besser wird, denn die Performance letzte Saison war hier sehr gut. 21 Sekunden. Wir schauen mal, was wir umsetzen können. Das Rennwochenende geht weiter. Hier kommt das Qualifying. Richtig, es gab nur ein Training. Und die Ergebnisse... überschaubar. Carlos Sainz, das erstaunt mich immer wieder. So. Ah, schade. Nochmal ein schönes Bild machen. So, es wird bald regnen. Deswegen fahren wir direkt raus und gucken, ob wir eine trockene Runde eine schnelle hinkriegen. Die Strecke ist sehr kurz. Mick gibt vorne Vollgas. Ja, keine TP1. Bin ich gespannt. Charles Leclerc. 61.000stel. Letzten Sektor. So auch nicht sehr schnell. Oh, Verstappen, Alonso, Stroll. Box, box. And call the car. Ja, jetzt fängt es an zu regnen, es lohnt sich nicht nochmal rauszufahren. Aber das ist schon ein bisschen eng. Hat mich vielleicht mehr Grip oder ich weiß es nicht. Oh, die letzten Sekunden laufen runter. Bei dem Regen ist keiner mehr wirklich rausgefahren. Ricardo hat unter anderem und Ricardo und Hülkenberg sind so ein paar Runden einfach gedreht auf Regenreifen. Norris. Ob was das jetzt für die für einen Vorteil hat oder nicht, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Das wird noch mal weniger. Hoffe ich. Fährt mit Regenreifen raus. Pass auf, wir machen das auch einfach mal mit beiden Autos. Damit wir wenigstens auch eine Runde gefahren haben. Mick Schumacher legt auf jeden Fall erstmal eine gute Runde hin. Das ist eine Pitbox.
Wir haben es auf Intermediates versucht oder versuchen es. Vielleicht ist das eine Option. Schauen wir mal. Laufplan. Alle Gläser lassen einfach mal zwei Runden fahren. Das sieht nicht so gut aus. Nein. Dann ist nicht mehr genug Zeit. Charles Leclerc fliegt also raus. Ja. Kommentar war, komm schon, was soll das? Er ist offensichtlich nicht zufrieden, das habe ich mir gedacht. Ja, muss auch mal, wenn es drauf ankommt, auch einfach eine bessere Zeit auf den Asphalt legen. Was soll ich denn da machen jetzt? Oh, war noch keiner benutzt. Stimmt. Ich bin nicht rausgefahren. Es wird weniger. Okay, die fahren raus. Dann fahren wir auch eine. Und also einfach mal die Strategien von den anderen hier kontern, das kann nicht verkehrt sein. So, Mick Schumacher positioniert sich erstmal auf P3. Das ist sehr gut. Weißt du, langsam kommt auch er dahinter, wo ich ihn hinhaben möchte. Es ist natürlich nicht viel, ne? Und alle irgendwo in dem gleichen Fenster. Hier brauchen wir die benutzten Reifen. Wird es noch mal weniger oder kommt vielleicht sogar Sonnenschein? Wir werden es riskieren. So, wir brauchen, ich schätze mal so bei 2 Minuten können wir rausfahren. Komm. Auch nochmal sehr spät auf die Strecke gehen. Wenn Verstappen nicht rausfährt, dann hat er ein Problem. Macht der Platz. Genau, schön Reifen warm fahren. Ein Alpin vor ihm. So, und am schönsten wären lila Sektorenzeiten. Freie Bahn. Hol alles aus der Kiste raus. Grüner Sektor leider nur. Komm schon, lila Sektor 2, der muss drin sein. Ah, Überrundungen, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber letzter Sektor war auf jeden Fall immer sehr stark. Bin mal gespannt. Platz 7. Darüber bin ich echt enttäuscht. Darüber bin ich richtig enttäuscht. Gut, das mit dem Überrunden, ne, das war
Das war schon Gift. Oh, das ist ärgerlich. So, wir schicken beide mit Mediums los. Das haben wir letzte Saison auch gemacht. Eigentlich war ich davon auch recht gut überzeugt. Platz 13 und Platz 9 wird schwierig. Wir bekommen unsere Reifen immer nicht so richtig auf Temperatur, aber soll's. Mediums. Oh, die fahren doch alle Mediums. Die Ampel ist aus und los geht's. We are happy also for you to improve the pace there. So. Ja, alle auf Mediums. Eine Ausnahme. Der wird schon ein bisschen durchgereicht nach hinten. Was ist da denn schon wieder? Riesenlücke jetzt zwischen Alonso und Hamilton. Mal ganz schnell ins Auge gehen. So. Von Platz 1 bis 8 gibt es Punkte. Gasly tut erstmal so, als wäre es problemlos, an Mick vorbeizugehen. Autos heile lassen, bitte. Mit der schnellsten Runde. Ach man, nicht festhängen hinter Gasly, das ist Gift. Norris Sainz ist allein auf 6, wie kann das sein? Aber jetzt. Und jetzt in Richtung Stroll. Komm schon. Sainz hat auf Hamilton schon eine Sekunde Rückstand. Schon vorbei an Stroll. Norris und Sainz kämpfen da miteinander. Norris vorbei. Sainz blockt noch. Leclerc ist auf Platz 14 derweil. Jetzt richtig Tempo machen. An Lewis Hamilton ranfahren. Wir müssen uns wohl hoffentlich von Sainz absetzen können. So. Wollte Charles Leclerc auch mal an einem Williams vorbeigehen, und zwar an dem von Albon. Aber ohne Unfall, wenn es geht. Hat er beide Haas vor sich. Machen wir gleich an Hamilton dran. Also unsere Rennperformance müsste sehr gut sein. So, an den einen innen, an den anderen außen. Geht das? Yep. So, direkt weg von Hülkenberg. Und Mick ist derweil an Hamilton dran.
Müssen aber mal gucken, dass wir jetzt ein, zwei Runden Energie sparen. 1,57. Also Mick ist auch der schnellste im Feld. Gibt auf jeden Fall wichtige Punkte und die braucht er. Vor Verstappen hinzukommen ist ein hartes Stück Arbeit. Können wir eben locker hier im Windschatten mitziehen, das ist unglaublich. 1,62. Das nutzt nichts, wir müssen vorbeiziehen. Wir sind wieder schneller gewesen als die Truppe insgesamt vor uns. Perez an Verstappen vorbei. Das ist auch wichtig, denn Perez ist in der Meisterschaft ja auch Perez vor Verstappen. So, Jagd auf George Russell. Ich bin mal gespannt. Hamilton muss offensichtlich gleich abreißen lassen. 1,60. Einen richtigen Energieschub rausholen hinten. Das Hamilton und Stroll läuft ja. Wir kümmern uns mal hier drum. Mick Schumacher kann das Tempo wohl offensichtlich doch nicht gehen. Da muss ich verteidigen gegen Hamilton. Oh, und Charles Leclerc sollte jetzt gleich mal angreifen. An Pierre Gasly vorbei, da habe ich böse Erinnerungen. Genügend Platz lassen, bitte. So, Hamilton ist an Schumacher vorbei. Der auf Platz 10. 9. Ein Punkt ist bald in Sicht. Wobei Schumacher fahren wir jetzt ein bisschen ressourcenschonend. Wir brauchen die volle Energie, um auch von Hamilton wegzukommen. Da war Hamilton weit draußen. Charles Leclerc hat auch noch Stroll vor sich. Würde Charles auch einen Punkt bekommen. Ich denke, dann sollte Mick jetzt mal wieder Gas geben. Die Zeit war sehr gut von Hamilton.
So, jetzt vorbei an Hamilton. Wird er gleich wieder kontern. Und der auch. Ich würde sagen, wir fahren schön gemütlich auf Platz 6 einfach hinterher. Sainz ist gut Abstand. Ach, das gefällt mir hinten nicht. Glaube nicht, dass die Punkte auch für Mick entscheidend sein werden. Auch Start und Ziel, Mick versucht es nochmal. Er kann sich jetzt verteidigen, da ist noch genug Energie da. Jetzt geht auch der Flügel auf. Jetzt müsste auch noch genug Energie da sein, um vielleicht an Russell ranzufahren. Jupp, diesmal haben wir das ein bisschen besser hinbekommen, denke ich. Leclerc ist derweil auf 7. Verstappen, last lap, hat er eben gesagt, genau. Letzte Runde. Die Frage ist natürlich, könnten wir noch an Russell vorbeigehen? Ich befürchte nicht. Wenn jetzt alle dicht beieinander sind, Leclerc ist aktuell auf Platz 8. Aber Platz 5 für Mick Schumacher ist vollkommen in Ordnung. Jetzt ist er erstmal nur das Sprintrennen. Er sagt, anständige Position könnte schlechter sein. Leclerc bekommt einen Punkt 8 Punkte leider für Perez. Ja, das haben wir in der Qualifikation vergeigt. Und wenn er gefragt wird, wer beim Sprint heute gepunktet hat, wird er sagen, Moi Leclerc. Moi Leclerc. Acht Punkte, sieben Punkte, vier für Mick Schumacher. Ja, das ist schon in Ordnung.